Das ist hier alles fest, ja. Oh Gott. Hängt sogar eine Tasche dran. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht es schon, wir sind hier am selben Spot angekommen, wie wir am letzten Mittwoch auch gewesen sind. Wir machen hier also weiter. Mit dabei ist der Scotty von Maskottchen & Co. Und das Video fängt ganz entspannt und richtig cool auf einen dieser Boote an, und zwar die Anna, die zwischen dem Pinguin und der Peacock steht. Dort sind wir raufgegangen, haben einiges gefischt. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen, warum ich das so erzählen kann. Die Anmoderation machen wir danach, weil es so eine schnelle Möglichkeit war, dass wir da drauf durften. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an den Kollegen, falls das Video sieht. Richtig coole Aktion. Wenn euch der ganze Kram gefällt, lasst mir ein Like da, ist ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich würde sagen, wir starten einfach rein mit dem Video. Let's go. Doch mal zwischen die Schiffe werfen. Das kann schon gut sein, dass wir was finden. Einfach mal hier so dazwischen so ein bisschen reinhalten. Mal gucken, ob da vielleicht jemand was verloren hat, wa? Können wir probieren, machen wir. Okay, wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir nicht an die Boote rankommen. Das wird nämlich schwer, das wieder abzukriegen. Ja, die kriegst du so schnell nie ab. Ja. Na gut, probieren wir es mal. Ist hier irgendein Anker oder sowas vom Boot? Nee, ne? Wir sind jetzt hier mal direkt auf dem Steg gegangen. Zwischen dem Peacock und dem Pinguin. Gucken wir, ob wir vielleicht irgendwelche Leute alles Mögliche verloren haben. Vielleicht beim Einstieg oder so. Und dann bin ich hier mal zwischen den Booten lang. So, ja. Hier sieht es auf jeden Fall sehr sauber aus. Ich muss mir irgendjemand mal rübergeben dann gleich. Ich will nicht damit ans Boot kommen. Es ist hier alles fest, ja. Aufpassen, Geländer. Jawohl. Ja, den nehmen wir mal mit. Danke. Ja, und man riecht es auch sehr stark. Also die Bucht hier ist auf jeden Fall komplett kontaminiert, könnte man sagen. Das ist wirklich abartig. Und dann sieht man trotzdem noch ständig Leute hier baden. So, hier kommt, glaube ich, auf jeden Fall was zum Vorschein. Ich weiß, ich kann nicht mal sicher sagen, ob es was Magnetisches ist. Oder, na, jetzt ist es gerade abgerutscht. Ah doch, es ist auf jeden Fall magnetisch, aber nicht besonders stark. Ja, das ist vom Drahtzaun. Oh Gott. Hängt sogar eine Tasche dran. Oh. Alter Schwede, das Ding ist richtig schwer. So eine Rüberklettersicherung von Zäune. Ah, der bleibt jetzt auch noch natürlich. Boah, das ist schwer. Warte mal, ich muss mal kurz mal rücken. Aber man kann die Tür zusammenlegen, das ist doch was Tolles. Oh, Mist. Ein Stacheldrahtzaun. Wo denken Sie, kommt das her? Hatte er dran? Okay. Ja, ist natürlich ärgerlich, wenn man auch noch weiß, dass jemand noch dran hatte. Ja, man kann nur hoffen, dass es aus Versehen ins Wasser gefallen ist. Gut, aber das scheint echt noch was. Aber dass es genau hier zwischen den Booten liegt, ist ja nervig, ne? Wenn es ein bisschen hochkommt und sich in eine Schiffsschraube verfängt, dann hast du richtig ein Problem. Ich glaube, ich tümpel da noch mal durch. Wer weiß, was da noch liegt. Boah, aber es ging richtig auf den Rücken. Weil man hier so das Geländer so tief ist, musst du richtig viel mit dem Rücken arbeiten. Gut, wir machen weiter. Oh, was ist das denn? Erstmal Magnet wieder ins Wasser, damit er ja nicht an Boote rankommt. Guckt euch doch mal an, wie das Ding aussieht. Da kannst du dir vorstellen, wie der Schlamm da unten aussieht. Ist auf jeden Fall zu lang für irgendwas Explosives, sage ich mal. Das wird einfach nur eine Metalleisenstange sein. Von irgendwelchen Bausachen.
lege ich hier mal gleich in den Eimer, weil wir wollen ja, dass die Boote noch gut aussehen danach. Den Magnet direkt wieder auf was gelegt. Ist ja abartig, was hier alles dazwischen liegt. Das ist auch nicht besonders stark magnetisch. Aber jetzt kommt es aus dem Schlamm. Ja, der Schlamm, der ist auf jeden Fall der Grund, warum wir vielleicht hier nicht alles rauskriegen. Tada! Einfach eine Eisenplatte, glaube ich. Vielleicht war es ja sogar mal irgendwas Cooles, wo was drauf stand. Hier wollte auf jeden Fall jemand mal nachts nachschauen, was es hier vielleicht auf den Booten oder so gibt. Nur eine kleine Taschenlampe. Derjenige hat die dann ganz flink verloren. Witzig. So, jetzt gehe ich mal irgendwie auf die andere Seite, weil mal kriege ich das gemanagt. So, hier ist auf jeden Fall sehr massiv etwas an meinen Magnet rangezogen. Nicht schwer, aber massiv. Hier sehen wir es. Was haben wir denn hier? Es ist so ein... Klar, das ist doch so eine Abdeckung für so ein Bullsauge oder so, ne? Kann das sein? Oder viel, guck mal, er hat da oben auch Fenster drauf. Da würde das perfekt drauf passen. Oder eine Abdeckung für diesen Scheinwerfer hier. Weißt du? Vielleicht kann er das uns gleich nochmal erklären. Das wäre natürlich witzig zu wissen. Interessant, ey. Hier kommt echt eine Menge raus. Guck mal, kann es sein, dass das von so einem Bullsauge so eine Abdeckung ist zum Schließen oder so? Hier ist auch so Scharnier dran. Ja, könnte es sein. Hier auch vielleicht diese Lampe hier, die sieht von der Größe her auch ähnlich groß aus. Vielleicht ist das mal abgebrochen oder so. Ja. Witzig, vielleicht finden wir hier was, was er ärgerlich mal verloren hat oder so. Cool. Was haben die Boote hier circa für einen Tiefgang? Also der große E40. Echt? Ja, ist auch so tief. Und der Meter. Ach, krass. Ah, okay, weil die so massiv sind und wahrscheinlich doch ein bisschen dünner. 200 Tonnen der große. Echt, 200 Tonnen? Pff. Ja gut, das ist halt... Ja, ist halt volles Eisen, ne? Am Geländer geht es natürlich direkt erstmal los, wieder mit einer schönen Barke. Die hatte Scott schon dran. Alter, da ist immer so viel Wasser drin. So kann man auch Magnet für den Tag verbringen, wa? Warten. Einfach warten, bis die Scheiße hier rausläuft. Das ist immer so, weiß ich nicht, so ein schwerer, nerviger Fund, aber immer so ein enttäuschender Fund, oder? Es geht weiter mit ein bisschen Schrott, wie soll es auch anders sein? Ja, kann Moniereisen sein, einfach vom Beton. Das ist nicht so spannend, aber wir wollen es noch spannender, dementsprechend machen wir weiter. Hast du was dran, Scott? Nö. Weiter geht's. Boah, ist richtig schwer, das Ding. Also, Halleluja. Aber ich muss sagen, dieses Geländer ist fast ein perfektes Magnetfischengeländer, weil es so rüberragt. So, was auch immer es ist, aber da hängt es dran. Ist das ein Anker? Könnte ein Anker sein. Zumindest hat es ein Gewicht von einem Anker, muss man dazu sagen. Das ist ja schon mal... Ah, nee, ich hänge mit meinem guten Holy-T-Shirt fest. Code lange 5. Spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung, meine lieben Damen und Herren. Link dazu in der Videobeschreibung. Was meinten ihr, warum ich so krasse Energie habe für so was Schweres hier? Ah, ganz klar, weil ich doch ein Energiegetränk getrunken habe, welcher auf pflanzlicher Basis produziert wird. Von Holy. So, rennen wir? Der Akku ist zwar trotzdem leer, aber genau. Geil, schön einen leeren Akku zu einem leeren Akku wechseln. Vielleicht irgendwo unten ran, wa? Nicht oben, So, jetzt darfst du ziehen. Viel Spaß. Ich hab keinen Bock mehr. Spaß. Alter, 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 mach mal halblang. Was ist denn das? Ja. Sicher. Ihr habt da letztens komische Gitter auch rausgeholt. Durchaus, ja. Lass du den da. Ja. Bringt ihr das auch weg? Leider können wir das nicht wegbringen, weil es Staatseigentum ist. Da werden wir eine Strafe für bekommen. Den ganzen Schrott, den wir so rausholen, den nehmen wir mit, den bringen wir auch weg. Aber diese Dinger, die gehören ja Baustellen, halt im Staat im Grunde. Und den dürfen wir nicht mitnehmen. Leider nicht. Ja, also Reinigungsdienst oder sowas, das sagen wir schon Bescheid. Aber eh die BSR irgendwas macht, eh die irgendwas machen. Die müssen es auch richtig abklären. Einen Toten haben wir noch nicht rausgeholt. Nee, hast du da richtig. Oh, was ist das denn? Besser ist, da war so viel Wasser drin. Nee. Scheiße. Du meinst die leere Tüte? Na sicher ist die leer. Oder? Sieht doch nicht so leer aus, oder, Kollege Schnürschuh? Dann lass uns doch trotzdem erst... Ja.
Oh. Sehr schön. Was zum Geier ist denn das bitte? Kannst du dir nicht erklären? Okay, dann lass uns kurz in die Tüte gucken, oder? Ja. Vielleicht ist da die Erklärung drin. Alter! Was? Achso, okay. So, was haben wir denn hier? Es geht los mit einer Tasse, auch eine richtig schöne Tasse, auch mit einem Goldrahmen. Also ist auf jeden Fall Gold hier in dieser Dings. Und was haben wir hier noch Schönes? Alter Schwede, was hier aus diesem Fluss schon wieder rauskommt, es ist unfassbar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dazu gehört. Guck doch mal, wie diese Teile auch aussehen. Guck mal, das war hier auf jeden Fall drauf, würde ich sagen. Was ist das? Ist das so eine Industrienähmaschine? Weißt du? Oder ein Webstuhl? Geil, hä? Was ist das dazu? Wo kommt das hin? Nicht verrückt. Das Teil kommt doch dann. Ja, bau mal zusammen hier unser Set. Bau mal ein bisschen zusammen. Ist ja wahnsinnig. Und dann einfach noch mal ein Fahrradschloss dazu. Keine Ahnung, falls jemand seinen Webstuhl festschließt oder so. Und die Steckdose, weil es ist doch kein Webstuhl, sondern nur irgendwas Elektrisches. Digga, was ist das für eine komische Steckdose? Den Verteiler kann man sich auch sparen, oder? Krass. Kommt hier noch mit? Das müsste auf jeden Fall. Oh, das hier sieht nach Roheisen aus. Dieses typische Roheisen. Da hängen zwar die Kabel drin, weil es nur so schlackig ist. Guck mal. Was ist das? Hier? Das ist auch locker. Ja, das ist. Das hier sind übrigens die guten Muscheln, die können wir mal wieder reinwerfen. Guck mal, das hat alles Farbe, guck mal. Was ist das zum Geier nochmal? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Ahnung habt. Ich glaube, wir sind mit Webschuhe auch supidupi weit weg von irgendwelchen. Also das ist auf jeden Fall nicht das, was es sein soll, also was es ist hier. Ah, komisch. Kann schon was Industrielles sein, ne? Very nice, gefällt mir. Ich würde sagen, weiter am Takt. Dann war, das kann schon Sinn machen, dass das vom Auto ist. Ja, ja, dass hier so die Achse durchgeht, da die Stoßstange dran. Super massiv. Es kann tatsächlich von irgendeinem Fahrzeug sein. Das könnte auch natürlich irgendwie vom Auto sein, ne? Höchst interessant. Was bist du denn? Sieht so komisch aus, weil es nur an einer Seite so voll mit Muscheln ist. Schaut euch das an. Hä? Komisch, wa? Guck mal, jetzt alles voll mit diesen Muscheln ist. Aber ich kann es euch nicht sagen, was es ist, ehrlich gesagt. Aber es kann durchaus von diesem Gestell sein, was wir gerade eben schon gefunden haben. Ich weiß es nicht. Bin echt gespannt, was das ist. Ihr wisst das ja vielleicht. Du ziehst hier ganz straff hoch. Ganz doll. Ist halt eigentlich so halb offen. Nee. Man hat halt keinen Angriffspunkt, um das gut zu ziehen. Weil man stell dich mal hier drauf. Nee, der kippt einfach. Keine Chance. So, ist gut. Jetzt hier rüber. Ein bisschen locker. Geh auf die andere Seite. Hat er Kante? An welchen Seilen ziehe ich? Ich ziehe gerade an drei Seilen. Nick, ich war schon. Ah. Alter. Aufpassen. Er hat schon auf jeden Fall ein bisschen Zeit im Wasser gesehen. Ich bin einer der. Schleim. So wie der. Yeah. Ja, da steht ja schon ein neuer. Wollen wir ihn da zustellen? Damit wir mitnehmen dürfen wir ihn eh nicht. Muss halt die Firma abholen. Und der ist komplett gesperrt. Ah, nee, ist er gar nicht. Ja, wir können fahren. Jui. Es ist ein Fahrrad. Oh, Mann, das ist richtig schwer. Weißt du das? Versuch mal noch weiter runter zu gehen mit dem Magneten. Am besten nie mein, bitte. Geh mal richtig weit seitlich jetzt und ziehen ab. Richtig weit seitlich. Wehe, du ziehst jetzt meinen Magneten wieder ab, dann werde ich wirklich fuchsteufelswild. Juti, und jetzt gehst du wirklich ganz weit unten. Das ist wieder ein Leihfahrrad, weißt du? So ein fettes. Oh, das ist bestimmt schwerer als der E-Scooter, Scotty.
Nochmal mit dem Seil ein bisschen, da hinter den Korb. Kapp's mit dem Seil noch. Ein Glück habe ich die Sicherung dran gehabt. Ich hol mal meinen Magnet hoch, das riskiere ich nicht. Alter. So viele Muscheln sind auch sehr ungewöhnlich, ne? Ja. Alle Dude, kriegen wir hin. Nee. Warte mal, let's gucken, wo er hängt hier. Ich musste da drüben irgendwie mal greifen. Alter, also das ist sehr überdimensional, viele Muscheln. Ist aber kein Leihfahrrad. Das kann man auch mal dazu sagen. Boah. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben mal wieder einen Spot komplett leer gefischt. Zu diesem Spot hier brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr fahren. Letztes Mal waren wir vor 2 Jahren ungefähr hier. Und ihr seht, es kommt nicht mehr wirklich viel raus. Das haben wir jetzt hier wirklich alles erfolgreich auf leer gefischt. Ich denke, irgendwann haben wir hier vielleicht wirklich mal echt ein paar Flüsse, Seen, was auch immer, gut leer gekriegt. Und dazu gehört jetzt auf jeden Fall die Rummelsburger Bucht, würde ich fast sagen. Wir kommen hier fast nichts mehr raus. Dementsprechend ist es, was den Schrott angeht, sauber. Was die Rummelsburger Bucht alles andere angeht, naja, wissen vielleicht die Leute, die von hier kommen, selber. Judy, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch der ganze Kram hier gefallen hat, meine Damen und Herren, dann zeigt mir auf jeden Fall mit Däumchen nach oben, lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr auf diesem wunderbaren Kanal. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, da gibt es immer mal wieder Instagram-Stories und jetzt auch wieder regelmäßig Posts. Es kam, ja, sage ich ständig, komme immer nicht dazu, irgendwelche schönen Posts zu machen. Keine Ahnung, irgendwie ist die Motivation bei Instagram nicht so am Start, aber da sind ja eigentlich auch viele Zuschauer am Start, deswegen muss ich da ja euch eigentlich auch noch was bieten. Das mache ich jetzt auch wieder. Schaut also in der Videobeschreibung vorbei, da ist nämlich der Link zum Instagram. Genauso bei Holy einfach vorbeischauen, da unterstützt ihr mich auf jeden Fall immer, wenn ihr den Code LANGE5 für die erste Bestellung benutzt oder eine Bestellung auf Probierpakete. Also Freunde, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen und Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und Scotland Yard, der da drüben steht, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.